Aktionsgruppen sind selbstverständlich alle ehrenamtlich. Was ist der neueste Stand, Ute? Ich glaube 14 Aktionsstädtegruppen. Dann noch in Gründung. Und einige noch in Gründung, also quer durch die ganze Republik. Mehr als im Osten. Und andere nicht ehrenamtlich, klar. Und wir würden uns freuen, wenn sich aus diesem Publikum hier natürlich mehrfach noch für die Berliner aktive Aktionsgruppe finden würden. Ich denke, Unterstützung können wir auf jeden Fall brauchen. Und im Zusammenhang mit Anonyma kann man natürlich auch überlegen, wo man was macht. Also ich habe mit Nina Moss vor ein paar Wochen gesprochen und sie ist sehr bereit für Diskussionsrunden, im Unterschied zu den Männern, den Machern des Filmes. Also das kann man natürlich auch irgendwann mal überlegen. Und Sie können sich, glaube ich, vorstellen, wie viel logistischer Aufwand und Organisation das alles bedeutet hat. Danke natürlich auch an die Kölner Kolleginnen, die das mitorganisiert haben, und stellvertretend für die ganzen anderen Kolleginnen, die heute Morgen nach Hause geschickt haben, nachdem sie zwei Tage eben das Ganze auf die Beine gestellt haben. Übrigens sind sehr schöne Bilder auf YouTube zu sehen, sowohl von beiden Standorten. Wenn man Medica Mondiale auf YouTube googelt, kommt man zum Alexanderplatz zum Film. Ich glaube, die Geschichte von Medica Mondiale zeigt, dass wir einfach aufstehen müssen und sagen müssen, wir akzeptieren nicht, was passiert, und wir können selber etwas unternehmen. Das war eben so eine Aktion, das Schaufenster. Ja, so gestern und vorgestern. War gestern Alexanderplatz und vorgestern Brandenburger Tor. Also das war überlebensgroß, oder sagen wir mal, ich nehme eine sehr große Frau. Schaufenster, 34 Schaufenster. Ich habe blaue T-Shirts, eine Frau hinten auf dem Rücken stand, waren Zitate von Frauen, die von mir immer betreut wurden. Also entweder über ihre Vergewaltigungen oder über auch, dass die Rundfunkchef genommen wurde, was die Arbeit für sie bedeutet. Also sehr, sehr Julia. Ja, genau, noch eine Julia. Julia, noch eine Julia. Noch eine Julia. Die Medizinerin begreift bald, dass die Ursache für die Wirkung Krankheit manchmal im Verborgenen und Verheimlichten zu suchen ist, in dem, was sich in den eigenen vier Wänden zuträgt. In dem, worüber die Nachbarn tuscheln. Oder auch nicht, weil sie es normal finden, dass der Herr des Hauses sich nimmt, was er braucht. Viele Frauen haben mir, zuerst durch die Blume, dann immer direkter, von ihren Gewalterfahrungen erzählt. Mit der Zeit habe ich immer besser verstanden, es gibt eine direkte Verbindung zwischen ihrem Gesundheitszustand, ihrem Alltag und ihren Gewalterfahrungen. Bei einigen der Frauen, die ihren Alltag nicht mehr aushalten, rebelliert der Körper, bei anderen die Psyche. Letztere landen auf der inneren Abteilung des Krankenhauses. Eine psychiatrische Station gibt es nicht, seit Italien mit seiner Psychiatriereform von 1978 die psychiatrischen Kliniken aufgelöst hat. Eine Patientin hat Monika Hauser noch heute besonders.